Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zur Seniorengymnastik. Heute mit dem Thema Ausdauer. Wir wollen also heute unser Herz-Kreislauf-System trainieren und natürlich auch Energie verbrauchen, Fette verbrennen. Wir werden also die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Mir ist wichtig, dass du so mitmachst, wie es für dich okay ist. Lieber zwischendurch, wenn es dir zu viel wird, einfach nur auf der Stelle gehen. Macht gar nichts und versuche den Atem fließen zu lassen. Ganz wichtig auch vorher ein Glas Wasser trinken und nachher ein Glas Wasser trinken. Und wir starten in der Aufrichtung. Hebe dein Brustbein. Ich mache uns heute ein bisschen Musik an. Denk daran, deinen Bauchnabel sanft nach innen zu ziehen, also deine Körpermitte zu aktivieren. Ich komme so ein bisschen seitlich zu dir. Und jetzt lässt du die Schultern ganz locker kreisen. Mach nur weiter. Ganz entspannt nach hinten kreisen lassen. Genau. Rechts, links. Natürlich zuerst ein bisschen warm werden, bevor wir starten. Lass die Arme locker fallen und lass nur rechts, links hin und her pendeln. Jetzt erstmal schnell. Körpermitte ist fest. Und das Ganze wird jetzt langsamer. Und du versuchst, die Arme zu schwingen. Rechts und links. Schau mal, deine Knie zeigen nach vorne. Die Arme werden größer. Armschwünge bringen unseren Puls nach oben. Dreh dich auch zur Seite und mach so, wie es geht. Hin und her. Und immer so hoch, wie es für dich okay ist. Alles ist richtig. Nochmal. Mach mal weiter, ich komme zu dir. Jetzt lässt du die Arme nämlich ganz einfach nach rechts und links schwingen. Bist du dabei? Genau. Einfach nur hin und her. Schwung, Schwung, Schwung. Lass locker. Fallen lassen. Mach genauso weiter und öffne deine Beine etwas mehr, grätsche hin und her und jetzt verlagere dein Körpergewicht. Und vielleicht kannst du ja auch außen tippen, schwingen, schwingen, schwingen. Denk an die Bauchspannung, denk daran, die Arme locker fallen zu lassen. Merkst du, dass der Puls schon etwas nach oben geht? Und dann nimmst du nur den einen Arm, ganz egal welcher, und lässt ihn mitschwingen. Und das Ganze auch mit dem anderen Arm. Schwing mit links. Locker hin und her. Dann wirst du kleiner, löst, lockerst aus, locker deine Arme, komm ein bisschen enger zusammen jetzt und geh am Platz, einfach gehen, Füße abrollen, nochmal wachsen, groß werden.
Und auch das geht in deinem Tempo. Jetzt nimmst du deine Arme mit. Stell dir vor, du gehst in der Natur spazieren. Und wenn dein linkes Knie nach oben kommt, kommt dein rechter Ellbogen nach vorne und umgekehrt. Richtig durchziehen. Du könntest noch etwas höher gehen. Mit den Ellbogen natürlich. Je höher, umso anstrengender wird's. Zieh die Ellbogen am Körper vorbei. Nochmal. Mach nur weiter. Und dann tippst du nach vorne auf. Schau mal, rechte Fußspitze und linke Tipp. Wir machen jetzt immer einen Schritt und dazwischen gehen wir wieder am Platz. Es wird ein bisschen schneller. Versuch's. Tippen. Und vielleicht kannst du auch beide Arme mitnehmen. Beugen strecken. Geht auch ohne Arme, alles gut. Nochmal. Und dann gehst du noch einmal gehen. Wir gehen wieder in die Natur. In die Ellbogen. Ruhig etwas höher, aber entscheide, wie hoch. Das entscheidest ganz alleine du. Jetzt gehst ein Stück zu mir vor, aber Vorsicht, nicht stolpern, wenn deine Matte da liegt. Geh zurück. Komm noch mal nach vorne und komm zurück. Noch mal nach vorne, zurück, nach vorne und zurück. Bleiben. Nächster Schritt. Bereit? Wir tippen noch einmal vor, tap, aber jetzt tippst du nach außen, versuch's. Gut. Bleib in Bewegung, nur wenn es nicht mehr geht, bleib so ein bisschen am Platz. Arme kommen dazu. Schau mal. Waagrechte Unterarme. Nach außen. Geht alles ohne Arme. Sehr schön. Und wir gehen nochmal am Platz. Gehen in die Natur. Wir walken. Zieh deine Ellbogen auch wieder. Schau mal, dass du vorne immer so ein Fenster hast und hinten auch. Also richtig schön mitziehen. Genau. Komm so ein kleines bisschen nach rechts rüber.
und dann geh wieder zurück. Nochmal seitlich und komm wieder zurück. Immer hin und her. Und wieder zurück. Gleich nochmal. Letzten Male noch. Dann kommt unser nächster Schritt. Letztes Mal hin und her. Zur Mitte. Bleib da. Tippe nochmal vorne. So wie am Anfang. Tippen. Und jetzt tippst du gerade mit der Fußspitze, oder? Dann tippe jetzt die Ferse. Ferse. Schieb deine Ferse auf den Boden. Versuch's. Und wenn du Arme mitnehmen möchtest, ich zeig's dir seitlich, spreiz deine Finger so richtig und schieb sie nach vorne weg. Geht alles langsamer. Finger spreizen, noch mehr. Atmen. Noch vier Stück. Drei, zwei. Und dann gehst du nochmal am Platz. Wir gehen wieder zum Walken. Immer in Bewegung bleiben. Und jetzt drehen wir uns eine Vierteldrehung nach rechts. Komm mal mit. Hier rüber. Jetzt versuch dich nach hinten zu drehen. Schau mal nach hinten. Hörst mich, hoffe ich. Dreh dich jetzt noch weiter. Ziehst du mich wieder über die Seite. Und jetzt dreh dich wieder nach vorne zu mir. Versuchen wir das auch mal in die Richtung. Nochmal drehen. Ja. Geh nur weiter. Jetzt drehen wir nochmal. Jetzt siehst du mich nicht mehr, aber hörst mich, hoffe ich. Und nochmal drehen, weiter. Und nochmal wieder nach vorne. Ha. Jetzt sind wir wieder da, oder? Noch gehen. Hängen wir noch einen Schritt daran, ja. Geh mal weiter, ich zeig dir was. Ich mache jetzt einen Schritt. Rechts tap, links tap. Mach mal mit, versuch's. Kann ja auch ganz klein sein. Einmal rechts, links, rechts. Das ist ein Schritt tap, Schritt tap. Deine Arme, weißt du noch, die schieben nach vorne. Und jetzt schieben sie nicht mehr nach vorne, sondern zur Seite. Auch hier wieder kraftvoll. Tap, tap, tap oder ohne Arme. Merkst du bestimmt die Schultern, den Rücken? Letzten. Vier, drei, zwei und nochmal gehen. Arme locker.
wieder zum Walken. Höher. Atme nicht vergessen. Jetzt schau mal, die Knie gehen nach außen. Probier das mal. Deine Knie nach außen zeigen zu lassen. Hüftgelenke, die du hier mobilisierst. Jetzt öffne deine Beine ein Stück weiter und geh. Immer nach. Ganz egal wie weit. Wenn du willst, die Arme noch mal höher. Wenn es nicht mehr geht, Pause machen. Jetzt wird es schon anstrengend, oder? Nochmal zusammen mehr. Einen letzten Schritt hängen wir jetzt noch an das Ende. Weitergehen. Es wird etwas langsamer wieder. Mach nochmal einen Schritt, so wie vorher. Rechts, links. Jetzt ist es langsamer. Musst du mehr entspannen. Genau. Nochmal rechts. Und links, rechts und links. Super. Und jetzt versuchst du zwei Schritte nach rechts. Eins, zwei und nach links. Nimm deine Arme locker mit und mach zwei Schritte. Eins, zwei. Gut. Wenn du dich jetzt noch herausfordern möchtest, gehen die Arme hoch. Von der Schulter nach oben in Richtung Himmel. Muss aber nicht. Immer noch. Arme werden schwerer. Noch vier, drei, zwei und ohne Arme locker. Und versuche jetzt mal, wenn du an der Seite bist, zu schnipsen. Eins, zwei. Gut. Eins, zwei. Ganz locker durchschwingen. Kannst auch klatschen. Geht auch. Probier mal zu klatschen. Kleine Veränderung, nur wenn du dich herausfordern möchtest. Schau mal. Einmal. Zweimal, einmal, hast du es gleich geschafft. Du kannst ja auch die Arme ganz weglassen. Viermal noch. Vier. Einer. Drei. Noch zweimal hin. Ups, schneller. Letztes Mal.
Und gehen, 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 hier bleiben. Sehr gut. Ganz, ganz locker gehen. Nicht stehen bleiben. Weitergehen. Bleib jetzt in Bewegung. Ich mache nur ein bisschen nochmal die langsame Musik. Arme lockern, Beine lockern. Rück mal so ein bisschen Beine schütteln. Respekt. Wichtig ist, dass du noch in Bewegung bleibst. Den Puls noch etwas oben hältst. Dich weiter bewegst. Gehen nochmal. Atme ganz tief ein. Beide Arme nach oben und nochmal aus. Tief ein. Und aus. Ein. Nochmal ein. Und noch einmal ein und dann bleib oben. Streck dich. Ganz lang. Und jetzt ruhig langsamer werden. So ein bisschen räkeln, strecken, in alle möglichen Richtungen dich ziehen. Wenn du dich da so streckst, dann nimmst du schon mal ein Bein weiter nach hinten, lockerst aus, bleibst so stehen, Fußspitzen zeigen alle in eine Richtung, Becken schieb mit nach vorne, vorne beugen, hinten ganz strecken und jetzt ganz sanft nach vorne federn. Spür die Dehnung in der Wade. Becken schiebt. Bleib so denselben Arm, wenn rechts hinten ist, nach oben. Ganze Vorderseite aufdehnen. Wieder lösen, aufstützen, Rücken durchbewegen. Nach oben, nach unten. Ganz geraden Rücken. Aufrichten. Anderes Bein zurück. Fußspitzen nach vorne. Und wieder federn. Becken schiebt nach vorne. Streckt das hintere Knie so richtig durch. Halte, nimm den Arm nach oben, zieh die ganze Vorderseite hier lang. Dann löst du wieder auf, stütz dich vorne auf und mach deinen Rücken rund, bewege ihn dahin, wo du ihn gerne noch bewegen möchtest, in alle möglichen Richtungen. Einfach so richtig schön durchbewegen. Und irgendwann dann in der Mitte mit geraden Rücken bleiben und ganz gerade nach oben aufrichten. Sehr fleißig. Hoffentlich ein bisschen geschwitzt. Einatmen, Arme nach oben. Und nochmal aus. Locker. Tief ein, nach oben. Und nochmal aus. Ein. Und aus. Letztes Mal tief ein. Räkel dich. Öffne deine Arme. Ellbogen zurück. Ausatmen. Lösen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Super. Freue mich, dass du dabei warst. Natürlich. Wenn du Lust hast und wenn es dir gefallen hat, unten bitte gefällt mir drücken, netten Kommentar hinterlassen. Freue ich mich. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das, ist kostenfrei. Dann bekommst du mal Info, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube lade. Ansonsten kannst du meine Arbeit auch wertschätzen. Freue ich mich natürlich riesig. Der Link ist unter dem Video, der nennt sich Steady. Deine Unterstützung könntest du mit 2,50 € zum Beispiel im Monat meine Arbeit wertschätzen.
Vielen Dank. Ich freue mich aber auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal dabei bist. Vielleicht lädst du ja auch Freunde, Freundinnen ein, sich mit uns gemeinsam zu bewegen. Umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner natürlich. Du kannst auf meinen YouTube-Kanal gehen, da habe ich alle Videos geordnet. Da findest du diese Reihe, Seniorengymnastik, auch unter den Playlists und noch ganz viele andere Videos. Also einfach mal draufschauen oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training.